spielt Joker. Ist auch ein recht guter Charakter. Also, es geht los. So. Das werden wir am Anfang sehen. Feuer. Bowser-Moment. Das ist halt immer echt ein wildes Matchup. Mhm. Ja, also Bowser, ein Bowser, der viel pressured und bei dem du andauernd irgendwie an der Edge bist oder so. F-Smash. Ja, das macht. Das macht sehr gerne. Noch keine 30 Sekunden gegen Ducker. Dass er die Down air macht. Oh, da hat er ein bisschen Glück gehabt, dass die Dose ihn nicht irgendwie getroffen hat. Mhm. Guck mal, also. Der Grab. Eigentlich war das eben gerade sehr offensichtlich, das Match noch. Aber jetzt gerade ist es schon wieder ziemlich knapp. Also jetzt, wo Squallin in Duckhand drin ist, ist es halt natürlich schwierig. Mhm. Sehr, sehr aggressiv. Wir sehen auch im Disadvantage versucht er dann doch mal einen F-Tilt rauszuhauen oder sowas. Oh! Wow. Krasse Kombos. Ein Grab. Okay. Not gonna lie, das war halt gerade schon echt ziemlich nice. Ja, das sieht sehr schlecht für Squallin aus. Ein Grab. Killt nicht. Einfach mit dem Footstool-Kombos. Also das ist so ein Beißel-Ding. So, das musst du einfach nicht machen. Das ist ziemlich, ziemlich nutzlos, relativ. Ja. Aber er macht es einfach gern. Das ist stylisch und ja, funktioniert für ihn. Und ich glaube, Beißel ist halt auch ein super entspannter Typ. Ja. Ich glaube, für ihn ist es, glaube ich, relativ egal, ob er. Na gut, es ist nicht egal, ob er gewinnt oder nicht, aber ja, wenn man gewinnt, dann kann man ja schon in Style gewinnen, ne? Es ist ihm nicht egal, aber er sieht das auf jeden Fall nicht so eng wie andere. Er ist jetzt kein Anime-Protagonist oder so, der sich denkt, ich muss gewinnen, ja! Also bei dem ist das dann eher so ein Side-Product. Mhm. Ja, das war ziemlich nice gespielt von Beißel. Das war eine ziemlich schnelle Runde. Ja. Man weiß nie, also bei Squallin ist es echt so, der kann schon echt Upsets holen. Mhm. Ich weiß nicht, ob er gegen Beißel schon mal gewonnen hat, aber man hat so an manchen Momenten gemerkt, so hätte das getroffen, dann wäre es schon echt nochmal knapp geworden. Besonders gegen Bowser. Wenn da ein Stray-Hit trifft, dann kann es schnell außer Kontrolle geraten. Und bei Duckhand geht es ja nur um die Kontrolle. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt schwierig für Bowser. Er ist ein bisschen größer als der standardmäßige Charakter. Er ist wie so ein Ball. Mewtwo ist wie so ein Dreieck, was einfach so steht. Das ist auch total merkwürdig gegen zu spielen. Mhm. Also ich finde das ja nice, dass die das so genau machen, so mappen. Ne? Mhm. Also dass das dann auch wirklich nur der Schwanz, die Hitbox ist zum Beispiel und nicht irgendwie darüber die Luft oder so. Ja, aber das macht es manchmal auch so super random bei jeder kleinen Bewegung. Alleine wenn sich Mewtwo dreht, das ist halt... Naja, es macht einfach so einen riesen Unterschied und das kann man manchmal alles nicht so ganz berechnen und dann ist das manchmal einfach random. Ja, aber ich würde sagen, ist eigentlich recht passend zu Smash. Das ist ja eigentlich so ein, sagen wir, so ein Free-Flow-Game. Ja, auf jeden Fall. So, Town. Ich glaube, dass... langsam Anfang von Weiß, ne? Ich würde jetzt so generell mal sagen, dass es eine bessere Stage für Duckhand ist, aber... Ich bin nicht gut genug im Smash, um das eindeutig zu wissen. Also. Ein Spike. Der Squallin ist drin, das ist ganz gut. Da versucht Beißel natürlich auch mit seinen normalen Angriffen. Mit der Cannon. Doch nicht! Das war ein schöner Spike. Das war witzig. Ist auch krass, ich glaube, hätte Beißel das nicht getroffen, dann hätte Bowser das wieder zurückgeschafft, ne? Weiß ich nicht. Ja, also ich meine jetzt gerade ganz zum Schluss, ja. Ganz zum Schluss, same. Dann wäre nochmal on stage gekommen. Boah, das überlebt gerade noch so. Aber das war komisch. Also die Dose hat ihn gekillt wahrscheinlich, ne? Nein. Squall hat auf jeden Fall die Side-B gemacht. Dann Cam. Das ist ja mal getroffen. Natürlich eine Öffnung für Squallin. Und jetzt erstmal die Projektile raus. Das sieht auch schon deutlich besser aus für Squallin als letzte Runde. Ja. Jetzt gerade wieder ein bisschen schwierig. Beißel versucht es wieder mit dem Spike. Hat er diesmal nicht getroffen. Squallin wusste, dass er das machen wird. Squallin wird halt schon relativ häufig für einfach nur einen Smash oder... er hat es versucht. Für einfach nur einen Smash und eine Down-Air gepunished.
finde ich. Bisschen zu viel. Bisschen zu viel Down-Air vor allem. Mhm. Ja, okay, also da kann er das schon natürlich machen, wenn er danach keinen Lag hat. Aber es ist grundsätzlich so ein paar, ein bisschen zu viele Down-Airs. Okay. Back-Air. Okay, mal sehen. Ist es noch nicht ganz aus für Bowser, würde ich sagen. Nee. Also alleine, wenn hier jetzt einfach ein Smash trifft oder sowas. Oh, da hat er was anderes kommen sehen. Und verliert hier Stage Control. Arbeitet sich die aber wieder. Da kommt die Dose. Okay, Trade. Okay, was du? Ah, die... Oh. Und das war noch nicht mal die Dose, die getroffen hat, sondern dieser Tick. Nur der Schuss, ja. Der Hüpfer, der kleine Hüpfer. Okay. Ich habe es auf die harte Weise herausgefunden, dass der Schuss auch trifft. Ich habe ja früher Ryu und Ken gespielt und deren Focus Attack nimmt ja nur einen Treffer. Und die Ken hat mich halt immer für Focus Attack umgebracht. Ja, das ist halt so Sachen, die lernt man nur, wenn man das Matchup spielt auch wirklich. Mhm. Okay. Und das ist tatsächlich auch recht interessant. Duckhunt ist ja eigentlich ein seltener Charakter, aber hier im Norden haben wir zwei Duckhunt-Games. Ja, und grundsätzlich also gar nicht so wenig, wie man denkt. Es gibt halt noch SW, Tekito. So auf, dann gibt es noch in Österreich hier Squirrel, dann gibt es noch Paint. Oh, Back-Air von Beißel, der schafft es hier das Ganze zu klatschen. Okay, 2-0 und damit, steht die Reihenfolge